Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt habe ich voller Begeisterung auf meinen Kollegen Lübcke gewartet. Der wollte offensichtlich nicht, macht aber nichts. Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil insbesondere auch der Kollege Hegemann mich auch ein Stück weit dazu noch mal motiviert hat, und zwar mit dem zweiten Teil Ihres Wortbeitrags, Kollege Hegemann, der ja, sagen wir mal, von einer sachlichen Auseinandersetzung für Ihre Verhältnisse nicht so weit entfernt war. Weil Sie haben richtigerweise gesagt, wir brauchen nicht über Symbolpolitik zu sprechen, wir brauchen hier nicht über Scheinlösungen zu sprechen. Herzlich willkommen in der Realität in Nordrhein-Westfalen unter einer rot-grünen Landesregierung, weil wir haben unter diesem Motto, dass wir eben nicht symbolpolitische Lösungen brauchen, dass wir nicht Scheinlösungen brauchen, seit 2010 konsequent daran gearbeitet, dass Polizistinnen und Polizisten in ihrem Einsatz vor Gewalt, vor Übergriffen geschützt werden, und zwar mit wirksamen Konzepten und nicht allein mit Symbollösungen. Wir haben eine landesweite Befragung in Auftrag gegeben zum Thema Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte und haben zahlreiche Handlungsempfehlungen daraus umgesetzt. Wir haben die Thematik Vor- und Nachbereitung von Einsätzen umgesetzt. Wir sind aktiv geworden im Bereich Deeskalation, Vorbereitung auf Konfliktsituationen, das stärker in der Aus- und Fortbildung zu verankern. Das sind doch alles Konzepte, die, wenn man mal sachlich und nüchtern auf die Situationen drauf guckt, uns viel, viel mehr helfen als die Frage, hat der Polizist eine Kamera auf der Schulter oder hat er keine Kamera auf der Schulter? Und ich finde, das ist wichtig, dass wir darüber viel mehr reden, denn das muss man auch sagen, und das ist tatsächlich die Fragestellung, die sich in der rechtlichen Bewertung, die wir ja auch vor uns haben, wenn wir die Modellversuche auswerten, in der rechtlichen Bewertung muss der Gewinn für Eigensicherung von eingesetzten Beamtinnen und Beamten die einzige Richtschnur sein. Weil es ist nun mal so, dass wir als Landesgesetzgeber eine klar geordnete Zuständigkeit haben, und die ist, was das Thema Gefahrenabwehr angeht, und die ist, was Polizeiausstattung angeht, das Thema Eigensicherung. Und wenn man jetzt sich die Modellversuche anguckt, und ich habe es klar gesagt, wir werden uns diese Modellversuche anschauen, beziehungsweise wir schauen uns die Modellversuche schon an, dann müssen wir auf dieser Basis alle miteinander eine Abwägung vornehmen. Das fand ich beim Kollegen Lübcke eigentlich durchaus gelungen. Nämlich immer zu fragen, wie groß ist auf der einen Seite der Grundrechtseingriff, wie groß ist auf der anderen Seite der Gewinn für die Eigensicherung. Und dann muss man gemeinsam in eine Diskussion kommen, ist das jetzt verhältnismäßig oder ist das nicht verhältnismäßig. Und da hilft es uns durchaus, wenn wir mal uns damit auseinandersetzen, dass es Erfahrungsberichte gibt. Das hat Herr Kollege Hegemann eben angezweifelt. Ich habe es schon in meinem ersten Wortbeitrag sehr deutlich gesagt, dass wir uns natürlich damit auseinandersetzen, was kommt denn an Erfahrungsberichten zurück. Und da ist eben ein Erfahrungsbericht, wir fühlen uns sicherer. Der zweite Erfahrungsbericht ist, oder der zweite Block an Erfahrungsberichten ist, dass es zu weniger Solidarisierungseffekten kommt. Das heißt, dass sich Einsatzsituationen durchaus deeskalieren, wenn Polizisten entsprechend ausgestattet sind. Und das muss man jetzt ins Verhältnis bringen. Und da würde es dann auch sehr genau darauf ankommen, unter welchen Bedingungen man da möglicherweise in einen Versuch kommt. Das ist aber auch das, was wir anhand der Versuche durchaus auch in Rheinland-Pfalz und Hessen und in anderen Ländern ja miteinander auswerten können. Wo sind da diese Fragestellungen gelöst worden? Wie sind da auch diese Fragestellungen miteinander abgewogen worden? Aus meiner Sicht ist es nicht so kompliziert. Aus meiner Sicht ist es aber auch nicht kompliziert. Und das auch wirklich noch mal an die Adresse des Kollegen Hegemann, dass man auf der einen Seite sagt, wir nehmen diese Erfahrungsberichte zur Kenntnis, dass man aber auf der anderen Seite auch völlig klar immer wieder betont, dass es durchaus berechtigte Gründe gibt, skeptisch zu sein, ob diese Kamera jetzt wirklich
das Allheilmittel sind oder nicht. Das gehört zu einer demokratischen Auseinandersetzung nun einmal dazu, dass man die Argumente abwägt. Nichts anderes habe ich eben gesagt, und ich habe mir abschließend gewünscht, dass wir endlich auf einer fundierten Grundlage mit Daten und mit Fakten, mit Versuchsergebnissen und mit Ergebnisberichten und Erfahrungsberichten hier in den Austausch kommt, weil es für den Schutz von Polizistinnen und Polizisten in ihrem Einsatz immer noch besser ist, wenn hier eine fundierte Debatte geführt wird, als wenn wir hier Verdikte austauschen. Dankeschön.